Als wir im letzten Part auf unsere Motherbikes zurückgekehrt sind und wir uns ein bisschen umgeguckt haben, ist uns auf der Kackstation jemand begegnet, womit ich nicht mehr gerechnet hatte. Es war dieses Mädchen. Snake? Wir erinnern uns, was damals passiert ist, was wirklich passiert ist. Wir waren misstrauisch und haben sie nochmal durchgecheckt. Beziehungsweise der Arzt. Und er hat noch eine weitere Bombe gefunden. Wo? Naja, das könnt ihr euch jetzt denken. Doch Pass war weiterhin so geschockt, sage ich mal, dass er es nicht mitgekriegt hat. Und hat sich deswegen trotzdem opfern wollen. So wie es halt in unseren Erinnerungen, vielleicht auch noch falschen Erinnerungen vorher auch war. Was wir in Phantom Pain, sage ich schon, in Ground Zeroes auch gesehen haben. Allerdings wurden wir verraten. Und jemand schoss mit einem Raketenwerfer auf unserem Helikopter. Das war die Explosion, an der wir uns erinnerten. Also hat Pass den Aufprall auf dem Wasser überlebt, doch wie Ocelot uns sagt, hat seine Amnesie davon getragen. Vielen Dank in diesem Part. Vielen Dank. Viel Spaß in diesem Part. She hit the water hard, but somehow she managed to survive. Anyway, the shock triggered some kind of amnesia. Oh Gott. Wir wollten doch eigentlich auch rausholen, unser Armann. Was ist jetzt mit dem Tanks? Ach. Jetzt weiß ich auch, warum man einen Raketenwerfer braucht. Bei der Mission. Aber das wird nicht leicht. Kriegst du auch Hilfe, keine Frage. Was ist denn noch eine Kassette? Halt, 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 nein, es wird nichts. Hui, Glück gehabt. Okay, Subject is in. Oh Gott, Panzer. Oh Gott, die haben mich gesehen. Oh Gott, wächst du doch schneller. Ich
Nehmen wir mal mit. Wow. Was? Von was ist aber denn jetzt explodiert? Das hat doch gar keinen Sinn. Hey, quit kidding around. Snake? Das kapiere ich jetzt nicht. Hat jetzt der andere Tank von was? Jens? Okay. Seltsam. Einfach nur strange. Und hier war ja keiner. Ach, halt die Klappe. Was ist man hier? Nichts Wertvolles, okay. Okay. Wo sind jetzt die Gegner? Okay, Subject is in. Falsche Taste. Okay. Sind noch irgendwie mehr von den Dingern? Verdammt, er erkennt mich jetzt. Von was sterbe ich denn instant? Da explodiert einfach was neben mir. Zum zweiten Mal. Die Panzer waren diesmal noch nicht da. Ich lege mich irgendwo hin und es explodiert. Oh, ist gut. Ah, okay, das ist Munition hierfür. Ach, das soll ich doch hin. Langsam wird es echt langweilig, den zu retten. Aber ich glaube, zum zweiten Mal habe ich einfach nur verkackt mit der Rakete, mit dem, wie heißt die jetzt, mit der Granate. Wahrscheinlich. Warte, bis die angefangen kommen. Und hoffen, dass die anderen uns nicht dann bemerken. Fertig. Das ist für mich jetzt die beste Planung. Ich bleib hier, weil es hier Ersatzmunition gibt. Und ich mich ins Haus verstecken kann. Aber der eine kommt mir noch zu gefährlich nah. Wie wir eigentlich wissen, ist sie nicht der Einzige. So. Hier war noch ein zweiter irgendwo. Da ist er doch.
Okay, 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 wir bluten. Yes. That's the way. Just one tank left. Natürlich, natürlich, okay. Was willst du von mir? Okay, okay. Den Panzer haben wir gleich. Jawohl. Ganzen Outpost haben wir gecatchupt. Geht das von hier? Scheint so. Na, den haben wir getötet. Na gut, der ist halt von einem Schock gestorben. Easy peasy. Das Lied war jetzt insgesamt extrem gut. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt laut oder leise war. Also ich in Form von, dass ich geredet habe, weil ich einfach gerade so konzentriert war. Ich glaube, ich habe dabei zwar geredet, aber ich bin mir echt nicht sicher. So, hier drin waren wir. Nochmal Munition. Sagt, den haben wir getötet, aus Versehen natürlich. So. Dann rüsten wir mal noch die aus oder laden die nach. Es lief doch extrem gut runter. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, hoffentlich, oh Gott, ohne zu sterben. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum sie vorgeschlagen haben, einen Raketenwerfer mitzunehmen. So, gucken wir noch, ob wir noch irgendwas finden. Wenn ich ein bisschen lang sprinte, sieht nicht danach aus. Ja. Wir haben alles eingenommen. Dann würde ich sagen, schließen wir die Mission ab, indem wir jetzt einen Hubschrauber anfordern. So, wollen wir mal nicht so sein und setzen noch die Dinge aus. Vielleicht bringt es ja noch was. Ich glaube zwar jetzt nicht mehr. Hallo, geh da rüber. Aber ich glaube, da kriegen wir hoffentlich einen Bericht danach. So, haben wir die abgedingst. Jawoll. Das hat sich doch richtig gelohnt. Jetzt kommt unser Pferdchen. Hoffe ich. Pferdchen? Ja. Dann müsste auch gleich unser Pequod, also unser Hubschrauber, ankommen. Und wenn das geschehen ist, gucken wir uns nochmal in der Basis um. Gucken wir vielleicht nicht. Hey, ich bin da hoch. Vielleicht nicht sogar noch jemand wieder treffen, den wir noch nicht kannten. Jetzt lauf doch.
Och, das ist doch unglaublich. Mann, 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 Mann. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Zack. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich habe keine Ahnung. Ah doch. 48 Minuten knapp. In der nur mit Audio City. Das heißt, es wurde ein Zweiteiler. Wahrscheinlich. Starte. So, also ich habe übrigens zur Info noch keine Nebenmission gemacht, wie ihr im letzten Part schon gesehen habt. Hier vielleicht schon. Mission complete. Great work. Sehr gute Arbeit. Codename Octopus. Wir haben 33.000 ausgegeben, aber 196.000 erhalten, also 162.000 oder 63.000 Gewinn gemacht. Und wir haben über 10.000 Terrorismuspunkte. Yes! Das kann man zum Glück abbrechen mittlerweile, wie ich weiß. Die Kampfeinheit wurde gegründet. Interessant. Boss, we're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. Merc deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Okay. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Interessant. Good. You captured it alive. Wir haben Rennmäuse gefangen. Wow. Wow, und eine Fledermaus. Und ein Skorpion. Wozu? Spezielle Freiwillige. Oh yeah! A+. Nice. Garnet Kanin. Wer ist das? Sprache Englisch. Hm. Und noch ein A+. Nice. Wo kommen die jetzt alle her? Tada! Die haben wir noch nicht gefunden, die A+, oder? Ich glaube, das ist noch, weil ich den Spielstand übertragen habe. Geilo, Matiko. Okay, Spiel fortsetzen. 8%, das hat 1% gemacht. A bionic arm developer has submitted a proposal for a new feature. An active sonar. Okay, der aktive Sonar ist eine Zusatzfunktion der Armprothese, diese Aufspürung von Soldaten, Gefangenen und Tieren ermöglicht. Da es selbst durch Wände funktioniert, ist es äußerst nützlich an Orten wie zum Beispiel Außenposten oder Wäldern, an denen es schlecht Überblick erstellen gibt. Schlecht zu überblickende Stellen gibt. Die Sonar gibt die noch ein wahrnehmbares Geräusch von sich, daher besteht es beim Benutzen die Gefahr, vom Feind entdeckt zu werden. Ups, was? Nein. They can detect the positions of soldiers, prisoners and animals. To start development, give the order from your iDroid. Eigentlich könnten wir es doch mittlerweile doch tun. Hä? Ah, Einheitenfunktion selten hinzugefügt. Okay. Wie komme ich jetzt? Okay. Einheitenfunktion überprüfen. Einheitenfunktionen werden hinzugefügt, wenn die neue Einheit gegründet oder wenn die Einheit einer bestimmten Stufe erreicht. Die Ränge der Einheitenfunktionen erhöhen sich dementsprechend der Einheitenstufen. Im Modderbase Hauptmenü können Sie ab Funktionen und Ränge der jeweiligen Einheit einsehen, sobald die Einheit blub, bla bla. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Personalverwaltung und machen wie immer alle Mitarbeiter. Staff assigned. Unit Function added. Okay. Aber ich denke, Söldner einzusetzen lohnt sich schon. Selten automatisches E. Ja gut, machen wir das doch. Glauben wir dir mal. Ah ja, okay. Das macht die Basiseinrichtung. Wir können jetzt noch die Kampfeinheit-Plattform ausbauen. Ich denke, das werde ich auch tun. Natürlich. So, dann haben wir das auch getan. Was stand da eigentlich nochmal dazu? Oh. Ein regelmäßiges GMP-Einkommen. Ach, nice. Die können also Geld sozusagen für uns verdienen. Dann können wir noch entwickeln. Dann werden wir noch den Arm nicht entwickeln, weil wir anscheinend nicht genug Materialien dafür haben. Sehr schön. Dann haben wir das wieder gut gemacht. Wir gucken, was es als nächste Mission gibt. Das ist Unterstützung.
interessant, aber ich würde sagen, Engel mit gebrochenen Flügeln hört sich sogar noch interessanter an. Externe. Ach so, okay. Please select a mission. Okay, nice. Was machen wir? Blockadebrecher, medizinische Versorgung, VIP-Sicherheit. Ah, die sind dann auch ein paar gewünschte Wahrscheinlichkeiten weg. Das ist ja mal cool. 50 GP, freiwillige Erwerbswahrscheinlichkeit. Interessant. Mhm. Wermut, biologische, blub, 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 blub. C bis E freiwillige, nice. Das dauert wie lang? Sind es seit 22 Minuten. Okay, Kampffertigkeiten, prognostizierte Verluste, steht nicht da. Das sind D mal 25, nee, das sind mir zu viele. Ich würde sagen, wir machen hier einfach Blockadebrecher, obwohl das... Ach. Der Feind, das sind einfach zu risikohaft. Um ehrlich zu sein. Das kann ich meinen Leuten noch nicht zumuten. Achso, ich weiß nicht. Sollen wir es einfach mal versuchen? Aber es wäre schon schade, wenn wir Einheiten verlieren würden. Ach, ja. Inoffizielle Auftrag der Vereinten Nationen im afrikanischen Staat. Bürgerkrieg herrscht, ist Dongeln und ausgebrochen. Sämtliche Nahrungshilfen wird von der Regierung blockiert. Exkutieren Sie einen Hilfskonvoi und sorgen Sie dafür, dass die Nahrungslieferung ankommt. In Sendung seit 12 Minuten. Wie gesagt, würde ich eigentlich wirklich liebend gerne tun, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Einheiten sterben werden und deswegen lasse ich es. Ist das dann noch online? Okay. Die sind ja übel zuerst, das ist Echtzeit. Aber das kann ich auch meinen Leuten nicht zutrauen. Warum ich hier dann mal D, dann mal E? Also ich glaube, ich probiere es einfach. Ah. Ah, okay. Dann machen wir Einheit D bis... D sollte es packen. Ja. Unit dispatched. Nice. Medizinische Versorgung. Die sind weg. Das sollten... Ach so, da steht auch was... Ah, okay. Nice. Was machen dann die? Ah, okay. Was? Das solltest du halt einfach durchlesen. Ach so, ich darf maximal... Ah, okay, okay. Mal gucken, ob wir sie noch sehen, wie sie wiederkommen. Verluste 3%, das heißt, es wären 1 bis 2 Leute. Nee, es können bis zu 3 Leute. Nee, sorry. Sehr wenig Leute werden, bis gar keine. Okay. Dann würde ich sagen, Karte. Nee, nicht Karte. Anpassen? Nee, auch nicht. Ja, richtig. Zurück zum Motherbase. Wir haben so viele Landezonen mittlerweile. Voll cool. Aber wir gehen auf die Haupt- und fahren dann nochmal zur medizinischen. Also nach jeder Mission könnt ihr immer davon ausgehen, dass der Part ein bisschen länger wird, wie ihr gerade seht. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, wie es genau cut wird. Ob ich einfach 50-50 mache oder nicht, werdet ihr sehen. Aber mir ist einfach das Wiederkommen auf die Basis immer sehr wichtig. Einfach auf die Moral zu erhöhen. Das sieht ja schon nach einer Sequenz aus. Das Landen ja ganz anders wie sonst. Aus muss ich duschen. Da ist wieder unser Hund. Snake. Sorry. Been away for a while. Don't be such a stranger. That's a bad example for the men. He gets lonely too. Allein für die Sequenz würde ich öfters länger wegbleiben wollen. Didi, komm! Wie kann er uns eigentlich so lieben? Also, nichts gesagt, das finde ich toll. Aber er ist ja im Prinzip, oder wir sind ja fast nie da, sind wir auf Mission und Ocelot trainiert ihn. Erstmal wieder duschen, wir stinken. Also, wir sind voller Blut. Aber richtig nice, dann erhöhen wir noch ein bisschen die Moral. Ja, war Absicht. Boss. Zack. So, jetzt gucken wir, wie wir am besten... Nein.
Ah, waren wir doch schon sozusagen dort, weil das ist nicht das Fahrzeug, sondern das da. Ja, natürlich. So, jetzt gucken wir nochmal nach, ob es auch die medizinische Einrichtung ist. Und das ist die medizinische Einrichtung. So. Und die Zielübung habe ich einmal gemacht und das war nicht so toll. Das war einer der Parts, wo ich rausgeschnitten habe, wo nichts passiert ist. Das heißt, Parts. Das war nur einmal das erste Mal, dass ich komplett was rausgeschnitten habe, damit der Part nicht zu langweilig wird und wir vorankommen. So, jetzt fahren wir hier ganz gemütlich lang. Vielleicht spule ich das auch einfach vor ein bisschen. Ja, ich glaube, ich spule das vor. Das heißt ja eh nicht, was ich jetzt sage. Nice! Bum, 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 bum. Ach ja. Ups, ups. Ups. Ja, und genau, wenn wir gleich mit die Leiter. So, ja, die Schießübung will ich ja nicht starten. Ich will die immer noch nicht starten. Boss. Thanks for saving that cute little puppy. Ja, mach Platz. Boss. Wo muss ich jetzt eigentlich rein? Oh, ich glaube, da rein war's. Jetzt haben wir nochmal kurz in hier, hallo. Kein Ding, kein Ding. Wir gehen jetzt hier rein. Und dann hier, ne? Da müssen wir auf Knöpfchen drücken. Hier wird noch gebaut, wie immer. Snake? Ja. Thank you. Kein Ding, kein Ding. You're always so kind to me, Snake. Bitte, bitte, bitte. Wir haben keine neuen Bilder oder so. Aber wir müssen, glaube ich, Bilder finden, wie sowas wie das hier. Wenn immer was gesagt wird. Aber trotzdem gucke ich nach jeder Mission hier vorbei. Okay, Snake? Natürlich. So, also nur zu euch zur Information. Dass wir das jeden Part machen werden. Achso, nicht jeden Part. Sorry. Nach jeder Mission. So, und hier liegt jetzt bestimmt noch ein Diamant. Ach, verdammt. Lol. Die können eigentlich auf unserer Basis Diamanten liegen. Ah, was ich jetzt noch gefeiert hätte, wenn man da Leute langlaufen sehen würde. Aber gut, das wäre, glaube ich, wirklich zu viel des Guten. Dass er sich so weit das Ganze merken kann. Ich meine, das ist ja schon eine riesige... ja, Entfernung. So, ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt bedanke ich mich schon. Und dabei mache ich doch... nee, ich mache gar keine Endcuts mehr. Unbedingt. Würde ich sagen... achso, ja, also... jetzt sage ich nochmal Tschüss. Klar, falls keine Endcard kommt, aber ich werde einfach, wie es im letzten Part ja schon war, bei den letzten Parts eigentlich, einfach hart cutten und fertig. Ich meine, ich freue mich, wenn ich euch Tschüss sagen kann, aber ich mache lieber... eine Endcard, aber dazu brauche ich ja erstmal Nebenmissionmaterial, falls was kommt. Weil jetzt permanent Spiele vorstellen, war zwar am Anfang ganz lustig, keine Frage. Aber ich meine, da kann man auch einfach auf meinen Kanal gehen und das nachgucken. Gut, dann wäre das geklärt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dorthin. Tschüdelü.